So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread letztes Mal sind wir ziemlich rumgeirrt über ZDR auf der Suche nach neuen Items. Haben halt hauptsächlich Collectibles gefunden. Und jetzt müssen wir, wollen wir, denke ich zumindest. Ja, jetzt muss ich trotzdem wieder da hoch, um nach Hanubia zu kommen. Okay. Das heißt, ich verbaue mir jetzt wieder den Rückweg und hoffe aber, dass ich nicht hierhin zurück will gleich. Sondern, dass ich jetzt wirklich nach Hanubia möchte. Ich wüsste nicht, wo es sonst weitergeht. Das ist das Ding. Ich wüsste nicht, wo es sonst weitergeht, wenn nicht in Hanubia. So, das ist das Ding. Es muss eigentlich in Hanubia weitergehen. Weil jetzt, wo wir den Dings haben, den Wavebeam... Ja. Ist in Hanubia halt dann auch der letzte Emmy. Und ich denke, der letzte Emmy hat die Powerbomb. Anders kann es eigentlich nicht sein. Anders kann es eigentlich nicht sein. So, wenn ich das von einer Seite aufmache, bleibt es dann jetzt mal offen. Müsste eigentlich, ne? So. Und ich gehe davon aus, dass da irgendwo eine Tür sein musste, die wir noch nicht öffnen konnten. Und zwar mit, dem lilanen Ding, ne? Also mit dem Wavebeam halt. Ich denke, so wird es sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es muss eigentlich genau so sein. Anders geht's gar nicht. So. Also ich würde schon sagen, wir sind auf der Zielgeraden, ne? Das Einzige, was uns noch fehlt, sind die Powerbomben. Ansonsten können wir ja alles Mögliche... Konnten wir ja alles Mögliche... Hast du mir jetzt was zu erzählen? Nein. Ansonsten konnten wir ja alles Mögliche jetzt eigentlich machen an Items. Es war immer was, wo die Powerbombs gefehlt haben. Ach, wo gehe ich denn lang? Ach so, aber genau, das ist wieder die, das ist genau das Gleiche wie vorhin. Das ist jetzt genauso wieder mein Five-Head-Move. Ja, es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Oh, scheiße. Ah, okay, okay, okay. Was haben wir hier? Ah, okay. Oh. Aber das geht wieder zu. Ja, das ist dann vielleicht, wenn ich von der anderen Seite komme. Okay. So viel zu meinem Five-Head-Move, aber hier geht's auch noch durch. Gut. Ja, ansonsten war hier nichts weiter. Da, da muss ich durch. Da geht's weiter. Okay. Gut, gut. Ist okay, Spiel. Oh, Sequenz. Alles klar. Oh, na, oh mein Gott. Oh nein, die Forschung. Die Forschung von ihm. Ach du Scheiße. Was ist los? Wieso konnte sie... Oh... Okay... What's going on? Oh, sie wird beobachtet. Ach ja, er ist ja in dem... Die X sind ja in dem... Nee, jetzt ist es doch er. Oh, shit. Und hier ist direkt das Emmy-Geding. Okay.
Mich würde ja interessieren. Oh, ich komme nicht zurück. Ja, stabil. Also dieses Emmy, der Emmy hier hat safe die Powerbomben. Safe hat der Emmy hier die Powerbomben. Ja, das war dann wohl auch alles klar. Das war eine Powerbombe. Was ist denn los? Oh mein Gott. Sie kann es abwehren. Was? Was geht ab? What? What? Was? Krieg ich so die Powerbombe? Oh mein Gott, ich krieg die Powerbombe einfach, oder was? Alles klar, wieder so einer. Mit euch habe ich schon länger nicht mehr gekämpft. Weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Doch, weiß ich wieder. Aber der Emmy ist kaputt da hinten. Willst du mich verarschen? Ich habe gehört, man kann ihm das Schild irgendwie weg. Ach, scheiße. Irgendwie wegmachen. Ah, ich verstehe. Irgendwie so. Ich hab's verpeilt. Okay. Irgendwie kann man dem das Schild wegmachen, habe ich gehört. Weg so parieren. Das will ich mal ausprobieren. Weil das wäre schon cool, wenn wir das Schild gleich weg hätten. Ah, muss ich jetzt 3 Millionen Sequenzen nochmal angucken. Ah, stabil. Nein, nicht auf ihm landen. Mann, wie... Ich mach doch in dem Moment, wo es blinkt. Hä? Wie? Wann? Ich versteh's nicht. Es ist doch immer dann, wenn es blinkt, soll man es machen. Ich versuch das mit dem Schild, aber es geht nicht. Ist mein Timing zu schlecht? Wenn es blinkt, drücke ich die X-Taste, aber da tut sich nichts. Ich lasse es mit dem Schild parieren. Ich glaube, es ist schlauer. Weil ich komme ja mit ihm klar. Also er macht ja an sich keinen Ärger. Er ist ja super easy ohne, also selbst mit Schild. Macht es ja keinen Stress, das Vieh. Wenn er dann nämlich sich verwandelt, dann ist eh das Schild weg. Also keine Ahnung. Mach ich mir keinen Stress. Aber ich hab's registriert, dass es geht, nur ihr habt's gesehen, das dauert mir zu lange. Dann spiele ich lieber normal den. Da stresst mich dem sein Schild, ganz ehrlich. Ja, da ist das Schild nämlich schon weg. Und jetzt geht die Scheiße wieder los. Ah, Mann!
Scheiße, okay. Und dann, wenn der halt sich verwandelt, dann wäre ich zu unvorsichtig. Das ist eigentlich ungünstig. Das ist eigentlich sehr ungünstig, was ich da mache. So geht's einfach am schnellsten. Keine Ahnung. Also am ungefährlichsten. Nicht am schnellsten, aber am ungefährlichsten. Ich glaube, ich bleibe einfach bei der Attacke. Und weich lieber aus. Ah, scheiße. Macht es alles so viel einfacher. Warum Stress macht, warum mit schwieriger auf schwierige Attacken, wenn man einfach angreifen kann? Ah, Mann! Gut, das war's. Schau, Kakao, Mistvieh. Mach dich weg. Aber ist schon wieder irgendwie eine Energie dazugekommen. Hat der jetzt sich das Ding geschnappt? Habe ich jetzt die Powerbomb? War das der Emmy-Kampf? Oh, sick, Mann. Ich kehre sofort zurück, wenn das die Powerbomb ist, ne? Ich kehre sofort zurück und mache den ganzen Scheiß. Es ist ja die Powerbomb, aber dass ich es jetzt kriege, ist halt krass. Ohne effektiv was getan zu haben. Nice. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Nice. Jo, das haben sie schon cool animiert. So, aber ich komme auch nicht zurück. Also ich darf wieder mal... Das ist jetzt wieder dieses Ding so... Hey... Du hast zwar das Emmy-Gebiet und so weiter, du hast alles gemacht, aber wir lassen dich noch nicht zu... Da ist mein Schiff. Da ist einfach mein Schiff. Okay. Aber wir lassen dich noch nicht zurück. So ein Ding ist das. Aber wir haben einfach kein Emmy mehr. So, das war's einfach mit Emmy. Das war's einfach mit Emmy, das muss man sich mal vorstellen. Ich dachte, wir kriegen auch mal so richtig krass Emmy und so, aber nee, nix. Ist einfach vorbei mit Emmy. Ist einfach vorbei. Bam! Sechs von sieben. Also ich habe ja schon ein paar eingesammelt, zum Glück. Also kann ich jetzt schon öfter einsetzen. Das ist sehr praktisch. Muss ich gestehen. Kann ich hier irgendwas tun? Nein, okay. Oh, lol, das zeigt es mir gar nicht an. Ich habe doch extra Dings gemacht, um zu schauen, ob da was ist. Und die Dings meint, nein, da ist nichts. Okay, interessant. Hier ist jetzt dieses Ding. Hier wäre die Zentraleinheit gewesen. Die sich jetzt ja praktisch erledigt hat, einfach. Okay.
ist das hier? Okay. Es wirkt halt gerade sehr, als will er, dass das alles passiert. Das ist das Ding. Ja, jetzt sind wir nämlich wieder im Hauptraum, richtig? Ja, hier kann ich jetzt den Speed aufbauen. Okay, immerhin können wir das schnell machen. Mhm. Danke für nichts. So, jetzt wird es auch hier endlich angezeigt, dass das Powerbomb-Munition ist. Okay. Jetzt wird es allerdings lustig. Ah, hier kann ich kaputt machen und dann geht es da nach oben weiter. Ich verstehe. Dann geht es da nach oben weiter. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir mit ihm reden. Klar. Okay. Ich schätze, wenn wir jetzt hier oben weitergehen, kommt einfach das Finale. Schätze ich jetzt mal. Du hast eine neue Kraft erlangt. Ich würde aber gerne erstmal die eigenen einzelnen Abschnitte abschließen. Ist ohne Zweifel deiner Metroid-DNS geschuldet. Ja. Die Metroid-DNS in dir muss nun vollständig aktiviert sein. Das ist ohne Zweifel das Ergebnis der zahlreichen Kämpfe, die du auf dieser Mission bestritten hast. Ja, und das will der Typ nämlich. Das ist das Ding. Das will der Typ. Kraft war das Letzte, was dir noch fehlte, um es mit Revenant aufzunehmen. Und das will er aber. Weil so kann er jetzt... Ich habe eine Festung im Himmel über Hanubia entdeckt. Dort muss er sein. Ach so. Die Zeit ist reif. Samus, ergib dich deinem Schicksal. Lol, Adam, alles klar. Über Hanubia ist noch eine Festung. Das heißt, wenn wir zum Schiff kommen, geht es erst nach oben wahrscheinlich weiter. So, aber wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal backtracken, wenn ich darf. Okay, ich darf, danke. Danke, Spiel. Weil jetzt gibt es auch kein Upgrade mehr, was noch fehlt. Ich hätte zwar gedacht, es gibt noch einen stärkeren Beam, aber vielleicht ist ja dann der Wave Beam halt der letzte. Wundert mich zwar, aber gut, so ist okay, dann ist es halt so. Ich dachte, es gab immer noch den stärkeren Beam. Nein, vielleicht kommt er ja auch noch. Man weiß es nicht. So. Mal schauen, wie viel wir jetzt... Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Mal schauen, wie viel wir jetzt in der Zeit noch so schaffen. Ich muss ja, ich habe ja ganz viel markiert. Also es müsste jetzt eigentlich echt fix gehen, die Sachen abzufrühstücken. Da geht es dann nämlich schon mal hier los. Genau. Alles andere ist... Hier müssen wir noch hoch. Guck mal, hier müssen wir noch hoch. Machen wir gleich. Hab ich bisher komplett übersehen. Siehst du? Da müssen wir noch hoch. Das machen wir doch gleich. Nein, 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 geht mir nicht auf den Nerven. So, jetzt kann ich mir das Ding hier holen. Und diesmal komme ich hier auch einfach zurück. Easy going. So, dann haben wir jetzt den Weg. Also hier einfach ganz nach oben, ne? Ja, perfekt. Da war nichts weiter. Ich kann die Markierung einmal wegmachen. Jetzt habe ich wieder alle Markierungen, das heißt, hier war keine weitere. Aber wir sind bei 93%, okay. Ich hoffe dann, dass da oben, wo ich jetzt hin will, dass da der Rest ist. Und ich das einfach noch nicht beachtet habe, dass es da noch weitergeht. Ich hoffe, dass es so ist.
Ja! Sag bitte, dass das 100% sind. Yes! Oh Gott, das tut gut. Das tut gut. Das schmeckt. Okay. Nice. So. Gebiet 1, 100%. Dann können wir jetzt ja eigentlich sogar über den grünen Teleporter zurück. Das geht deutlich schneller. Ja, muss ich schon so rumgehen. Über Farinia kommen wir dann zurück. Über Farinia kommen wir dann zurück. Wir machen so einen Rundgang und über Farinia kommen wir zurück. So. Ach, das wäre offen gewesen. Ja, lol. Ich bin dumm. Das wäre offen gewesen. Ich hätte durchgekonnt. Never mind. Ist egal. Ist egal. Ich hätte durchgekonnt einfach. Okay, aber das erste Gebiet 100% fühlt sich richtig, richtig gut an. So, hier können wir gleich runtergehen, na genau. Hui! Ich meine natürlich hui! Wusch! So. Was? Okay. Ja, okay, hier ist genug Fläche. Alles, ja, ich habe nichts gesagt. Hier ist genug Fläche. Alles gut. Wenn man es halt hinkriegen würde, ne? Ah, ich dachte, ich kann da durchrutschen. Muss ich das vorher einsetzen? Ja, okay. Ja, kein Problem. So, 88%. Okay, die Markierung hier kann weg. Jetzt habe ich aber keine andere Markierung mehr gesetzt. Jetzt wird es also interessant, hier die restlichen 12% zu finden. Wo ist denn jetzt hier noch was? Es blinkt ja nirgendwo was. Das ist das schon mal das Ding, ne? Das heißt doch, theoretisch müssten die Sachen, die ich suche, offen liegen. Markieren wir halt mal den Typ hier. Und gucken, ob wir davon noch eins haben hier irgendwo. Da, aber das haben wir schon mitgenommen. Da. Aber das haben wir auch mitgenommen. Das war's mit diesen Plus-Containern. Na, genau, das haben wir mitgenommen. Markieren wir mal einen normalen Container. Nein, nicht so. Den haben wir mitgenommen. Den haben wir mitgenommen.
Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Ha. Der ist auch... Ja, wie finde ich denn jetzt raus, was mir hier noch fehlt? Wenn es nirgends blinkt und nichts anzeigt. Scheiße. Gibt es einen Bereich, den ich noch nicht aufgedeckt habe? Das ist ja das, was auch noch sein kann. Ne? So wie gerade oben, dass irgendwas noch nicht aufgedeckt war. Da drunter war dann das Item. Aber ich habe hier nichts, was ich nicht aufgedeckt habe. Oder? Ist irgendwo eine ist irgendwo ein Rand nicht durch? Weil sowas hier halt, ne? Dass das hier so dunkel ist, das heißt ja nichts. Das Dunkle heißt, glaube ich, nicht, dass uns was fehlt. Ich glaube, nur wenn es ganz schwarz wäre, dann würde was fehlen. Wo ist denn das MB? Ach, hier gab es kein MB-Gebiet, ne? Hier gab es kein MB-Gebiet. Ah, verflucht. Ich weiß halt echt nicht, wo hier noch was sein könnte. Scheiße. Wahrscheinlich suche ich jetzt völlig grundlos und es kommt irgendwie erst später. Aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil oben ist jetzt ja Finale. Also zumindest denke ich, dass oben jetzt Finale ist. Weiß es nicht. Nee, wir haben hier alles gesehen. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt... Ich hätte halt keinen Anhaltspunkt. Scheiße, ich habe bestimmt irgendeinen Mist... Irgendein Item, was ich denke, dass ich schon habe, habe ich halt wahrscheinlich noch nicht und erkenne es nicht, dass ich es noch nicht habe. Fuck. Ja, hier steht ja auch erhalten. Ich meine, ich kann die auch mal hervorheben und gucken, ob wir davon noch irgendwo eins hier rumfliegen haben. Habe ich aber nicht mal. Ja, es tut mir leid, dann weiß ich es auch nicht. Naja, na gut, dann gehen wir erstmal nach Dings weiter wieder. Überall, wo wir 100% erreichen, ist schon mal ein Gewinn. Selbst wenn es jetzt nicht überall sein sollte. Ich meine, ich kann den ja dabei ansetzen, aber eigentlich müsste ja da noch was ist, müsste es ja eigentlich blinken, hätte ich gedacht. Ich verstehe nicht, warum das nicht blinkt. Wo bin ich denn jetzt rein? Ja, völlig lost hier. Na, das ist das Ding. Eigentlich müsste es da ja blinken, wo noch was ist. Ach, ist doch kacke. Liegt es daran, dass die Map nicht vollständig aufgedeckt ist, oder? Ich weiß es nicht. Ah, na gut. Ich glaube, in Ataria oder Ataris oder wie auch immer das Ding heißt, habe ich aber, glaube ich, genauso viele Markierungen, wie Prozente fehlen. Ich glaube, da fehlen 15% und ich habe 3 Markierungen. Also jeweils 5%. Ich glaube es, ich bin mir nicht sicher, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ah, sind mich beruhigen ja schon wieder ärgerlich. Ich weiß nicht, wo da noch was sein könnte. Ataria heißt sehr gut. Dann eben Ataria. So. Ah, nee, 96% fehlen. Hä? Hey, oh, moin. War ich überhaupt irgendwo eine Markierung, Lul?
Hilfe? Warte, habe ich eine Markierung überhaupt? Ich habe keine Markierung! Scheiße. Dann weiß ich ja gar nicht, wo ich hin will. Um noch was zu finden. Scheiße. Oh, ist das dumm. Ist hier auch irgendwas noch nicht aufgedeckt vollständig? Ich habe absolut keine Ahnung, ne? Das haben wir genommen. Wir haben den ganzen Scheiß. Wir haben den ganzen Scheiß. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo noch was sein könnte. Die haben wir alle. Keine Ahnung. Ach, Scheiße. Ich dachte, ich hatte eine Markierung. Ich dachte, ich hatte hier eine Markierung. Es blinkt nichts, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich dachte, das Spiel will mir dabei helfen, die Sachen einzusammeln, aber nee. Spiel so, keine Lust. Shit, ey. Das haben wir alles gemacht, ich habe keine Ahnung. Power-Dings vielleicht noch irgendwo auf der Karte nochmal. Nee. Da gab es auch nur die eine hier und die haben wir schon. Ja, keine Ahnung. Was ist das? Ach so, da war so ein Ding drin. Ja, 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 ich weiß. Ah, ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ah, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ah. Also werde ich halt jetzt wieder in den Gebieten nicht fertig. Das ist doch Müll. So werde ich halt jetzt wieder in den Gebieten nicht fertig. Nicht auf gut Glück jetzt hier irgendwie blind irgendwas lossuchen. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch wirklich Schwachsinn.
keine Ahnung, wo ich da jetzt rausfinden soll, wo ich noch wohin könnte. Ich meine, ich weiß, uns fehlt in Kataris noch Zeug. Glaube ich, dass das hier irgendwas effektiv auslösen wird. Das sah cool aus, aber das war's dann auch. Ja, blöd. Ja, blöd. Hier fehlen jetzt noch 4%. Aber wie kriege ich die? Scheiße. Ah, es müsste so eine Option geben, dass man ungesammeltes Zeug einzeigen lassen kann, wenn es... Aber es scheint ja nichts auf der Karte zu sein. Das ist ja das Problem. Ich sehe auf der Karte nichts, was ich nicht habe. Das ist ja das Problem. Würde ich das sehen, wäre es ja was anderes. Mist. Naja, wir machen mal, was wir markiert haben. Dann muss ich vielleicht mal im Internet gucken, ob ich irgendwas übersehen habe oder keine Ahnung. So, da ist die erste Markierung. Das ist der falsche Gang. Das ist immer noch der falsche Gang. So. Hier ist ein... Wait, das hat einfach nur aufgemacht. Das hat kein Item gebracht. Das hat jetzt kein Item gebracht, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das hat kein Item gebracht. Oh, shit. Okay, wie viel mehr? Wir haben 90%. Habe ich noch 2 Markierungen? Hier habe ich eine Markierung. Das wird hoffentlich ein Item sein. Das wäre 1. Und da unten habe ich doch noch das mit dem Durchrennen. Genau, genau, genau. Okay. Okay, ich habe noch Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung. Aber das hier war leider nur ein Durchgang. Das hier war leider nur ein Durchgang. Das hier ist auf jeden Fall nicht nur ein Durchgang. Aber wie mache ich da? Das wird ja wieder interessant jetzt. Ja, das reicht nämlich nicht. Muss ich da durchrennen? Habe ich irgendwo genug Speed zum Aufbauen? Hier. Okay. Ja. Gut. 95% und da unten ist das letzte. Okay, hier kriegen wir alles. Hier kriegen wir alles. Hier kriegen wir alles. Sehr gut. Wie komme ich jetzt am schnellsten runter? Hier durch.
Also hier kriegen wir alles. Warum in Atar... Was habt ihr in Antares? Ich versteh's nicht. Was fehlt mir da? Was... Und wie komme ich da hin, was mir fehlt? Wie komme ich dorthin? Was auch immer mir fehlt, was ist es? Ah, Mann. Warum sehe ich es nicht? Bin ich einfach blind oder ist irgendwas schief gelaufen? War das hier unten? Ja. Ah, super. So, 100%. Gut. Ich glaube, der Violette wäre sogar gar nicht mal so verkehrt. Ja, geht noch Dairon. Machen wir. Machen wir. Ah, ich verstehe nicht, was mir fehlt. Ich verstehe es nicht. Dairon hatte ich aber auch, glaube ich, deutlich weniger markiert, als mir fehlen würde. Ne? Ich glaube, da ist auch jetzt einiges noch, was übrig ist. Fürchte ich jetzt einfach mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Also. Da oben wäre schon mal eine Markierung. Das wäre eins. Eine Markierung. Ja, ich habe eine Markierung gesetzt. Ich würde mal was interessieren. Wie viele? Eines haben wir davon eingesammelt. Ich habe überlegt, ob es vielleicht ein Bug ist, dass wenn man die vorher einsammelt, dass sie dann nicht mehr zählen oder so. Aber das kann halt eigentlich auch nicht sein. Aber auch hier, ich wüsste nicht, wo da noch... Ich brauche jetzt hier nicht durch die Gegend suchen. So finde ich nichts. Meine ich, hole jetzt die Markierung da noch ab und dann, keine Ahnung. Haben wir halt 80% oder so wahrscheinlich. Scheiße. Ah, kritisch, kritisch, kritisch. Äußerst kritisch tatsächlich sogar. Äußerst kritisch. Oh, Leute. Na, lass mich halt da hoch. So.
Tja, das war das. Jetzt haben wir 80%. Hier fehlen 4 Items. 4 Stück. Bin ich echt so blind? Also sind die auf der Karte und ich sehe sie einfach nicht? Als irgendwas, wo ich denke, ich habe es erhalten und ich habe es nicht erhalten. Aber ich habe doch hier alles aufgedeckt. Das sind halt Sachen, die verstehe ich nicht. Es blinkt auch nichts mehr. Das haben wir alles gesammelt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, Ferien, ja, da haben wir auch Powerbomben-Sachen zu holen. Aber dass man nicht weiß, wo, das ist schon... Ah, das ist schon kritisch. Und man fragt sich halt, hat man was falsch gemacht? Oder kommt das noch? Oder was genau passiert hier eigentlich? Man kann ja sein, dass es noch kommt. Weil, was weiß ich, im Endgame passiert noch irgendwas total Unerwartetes und dann deswegen, keine Ahnung, ne? Irgend sowas kann ja passieren. Ich weiß es ja nicht. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Ist ja gut. So, 92%. Die Markierung hier kann weg. Da habe ich nämlich mehrere gesetzt. Na, das ist das Ding. Da habe ich noch ein paar Markierungen gesetzt. Das könnte gut gehen. 92% und 2 Markierungen noch. Das könnte gut gehen. Genau, da oben ist noch eine. Ja, moin. So. 100! Das war's. Hä? Was ist denn das da für eine Markierung? Das habe ich zerstört scheinbar. Da war ich wohl schon. Ja, dann kann die weg. Okay, 100. Cool. Ja, aber hier haben wir ja auch, ne? Ich glaube, hier haben wir auch sogar schon vorher irgendwelche Sachen eingesammelt. Wo waren dann da? Waren da noch irgendwo welche? Ne, waren hier nicht welche. Na, ist ja wurscht. Wo geht's jetzt aber weiter? Das ist die Frage. Da haben wir eigentlich... Ah, hier war noch eins oder zwei. Na ja, da oben, genau. Dieser Scheißdreck da oben. Aber da komme ich, also nach da komme ich, da ist kein Teleport, kein gar nichts. Da komme ich nur über Gavoran rein.
Also muss ich nach Gavoran, es hilft nichts. Okay. Falsche Richtung. Jetzt sollte meine Rundreise eigentlich zu Ende sein, ne? An der Stelle sollte meine Rundreise eigentlich zu Ende sein. Ist sie leider nicht. Ist sie leider nicht. Liegt aber daran, weil ich nicht die Items zusammenbekomme. Weil unten noch 4% fehlen, von denen ich nicht weiß, wo sie sind. Ich muss, also ich mache jetzt noch das in Dings, in dem kleinen Gebiet. Die Powerbomb mache ich noch schnell, weil die kann ich so oder so machen. Nur das ändert nichts. Aber ansonsten habe ich dann alles gesammelt, was ich wusste. So, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Einfach runter, okay. Einfach runter. Einfach, ja. Ah, jetzt muss ich außen rum wieder. Ich werde bekloppt. So, zack, und hier durch. Okay. Samus. Ich muss dann mal noch schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas aufgedeckt haben, was ich nicht markiert habe, wo vielleicht irgendwie so Speedboost-Blöcke sind, die ich jetzt nicht mehr gesehen habe auf der Karte. Na, das könnte halt sein. Ich muss mal die Speedboost-Blöcke durchgehen oder so. Aber eigentlich müsste es doch dann in so einem Gebiet blinken, wo noch was... Ah, ich verstehe das nicht. Ich dachte, es blinkt da, wenn irgendwo noch was ist. Außer halt eben, dieses Objekt ist schon aufgedeckt. Aber scheinbar ist es ja nicht aufgedeckt, sonst würde ich es ja sehen. Ich bin echt verwirrt. Bin echt verwirrt. Naja, wie auch immer. Hier schon mal alles in die Luft jagen. Dann geht es 3 Millionen Jahre schneller. So viel dazu. Ah, ist schon kaputt gegangen. Sehr gut. Gut, dann war es das mit dem 100% hier auch. Sehr schön. Na, dann können wir wieder gleich gehen. Können wir gleich wieder abhauen. So. Prima. Ciao, Elun. War nett auf dir. Bei dir, in dir. Keine Ahnung. Okay. An der Stelle schaue ich mal dann ein bisschen im Internet nach, ob ich irgendwo noch was übersehen habe oder vielleicht da noch was kommt, was ich jetzt noch nicht weiß. Ich hoffe, ich spoilere mich nicht irgendwie versehentlich. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.